Sie sehen hier ein Applet, das Herr Friedli, ein ehemaliger Student der ZHAW, entwickelt hat. Im oberen Drittel sehen Sie die Darstellung von zwei Schwungrädern, die über eine Rutschkupplung miteinander verbunden sind. In der Mittelebene, da sieht man eigentlich noch nicht sehr viel, da erscheint dann das Flüssigkeitsbild und zuunterst sehen Sie die Energiedarstellung. Jetzt lassen wir das eine Schwungrad einmal drehen, indem wir es in Drehung besetzen, vielleicht ein bisschen schneller. Dann rotiert das Schwungrad in positive Richtung. Im Flüssigkeitsbild erscheint jetzt ein Topf, wobei die Füllhöhe die Winkelgeschwindigkeit Omega ist, der Inhalt ist der Drehimpuls. Und die Grundfläche ist das Massenträgheitsmoment oder einfach Trägheitsmoment. Zuunterst ist eine schematische Darstellung der Rotationsenergie. Jetzt betätigen wir die Rutschkupplung. Und jetzt fließt der Drehimpuls durch die Rutschkupplung und überfließt dann in das zweite Schwungrad. Dort in der Rutschkupplung, wo der Drehimpuls winkelgeschwindigkeitsmäßig hinunterfällt, dort wird die Energie dissipiert. Ich zeige das noch einmal. Ich kann ja jetzt einen anderen Zustand, also hier vorwärts und hier rückwärts laufen lassen. Dann haben wir noch eine größere Fallhöhe für den Drehimpuls. Sehen Sie unten, die Rotationsenergie ist positiv, dieser Drehimpuls ist positiv und dieser Drehimpulsinhalt ist negativ. Wenn wir jetzt die Rutschkupplung betätigen, fließt der Drehimpuls wieder vom hohen zum tiefen Niveau und hier wird Energie dissipiert und die Rotationsenergie geht zurück. Wenn wir jetzt genau so viel Rotation positiv wie negativ gehabt, also so viel Winkelgeschwindigkeit, dann kämen sie jetzt genau auf Null. Ist gar nicht so schlecht. Das heißt, jetzt stehen die Schwungräder still. Also das eine hat vorwärts rotiert, das andere rückwärts. Wenn man die beiden miteinander verbindet, wird hier im Prozess Energie umgesetzt, also dissipiert. Die Rotationsenergie geht zurück. Und die Winkelgeschwindigkeiten gleichen sich an auf praktisch 0, 0. Jawohl. Was ich Ihnen jetzt gezeigt habe mit diesem Applet, ist eigentlich die Struktur der Rotationsmechanik in der Systemphysik, nämlich das Flüssigkeitsbild, das Energiebild und eben auch die Realdarstellung. Und genau das möchte ich jetzt modellieren mit Berkeley Madonna. Also gehen wir über in Flowchart, das heißt in Systemdiagramm von Berkeley Madonna. Ich habe hier schon ein Modell vorbereitet. Man sieht auf der untersten Ebene die Drehimpulsbilanz, Drehimpuls 1, entsprechend Topf 1, Drehimpuls 2. Hier wäre dann diese Rutschkupplung und ich habe noch ein Antriebsmoment genommen. Ich hätte natürlich auch hier drin einen Anfangsdrehimpuls nehmen können. Aber wenn man ein Antriebsmoment gibt, dann kann man ein bisschen mehr herumspielen. Dann aus dem Drehimpuls entsteht dann die Winkelgeschwindigkeit, die wird dann auch integriert zum Winkel und zwar für beide Schwungräder je einmal. Zeigen wir noch schnell die Gleichungen. In den Gleichungen hat man also hier die Drehimpulsbilanz 1, die Drehimpulsbilanz 2. Man hat hier den Integrator von Omega nach Phi und von Omega 2 nach Phi, wobei alle Anfangswerte auf 0 gesetzt sind. Also wir haben keinen Drehimpulsinhalt, wir haben keinen Winkel, also eine unverdrehte Situation. Dann hier sind die Flows, also das Drehmoment 1, 2 zwischen den beiden. Schwungräder ist im Moment 0 und bei M1, das ist das Antriebsdrehmoment, steht, solange die Zeit kleiner 4 Sekunden ist, soll ein Drehmoment von 50 Newtonmeter wirken, mal die Zeit, also Newtonmeter pro Sekunde mal die Zeit und sonst soll die
das Drehmoment 0 sein. Dann Omega ist immer Inhalt durch Grundfläche, also Drehimpuls durch Massenträgheitsmoment. Und hier sind noch ein paar globale Parameter definiert. So, das Modell ist im Prinzip lauffähig, aber es wird nicht so viel passieren. Was ich jetzt mache, ist, ich bilde ein Delta Phi. Das heißt, die Differenz des Winkels, dazu hole ich den Winkel aus dem ersten Schwungrad, dann den Winkel aus dem zweiten Schwungrad und schreibe Phi 1 minus Phi 2. Diese Vorzeichenregel ergibt sich dann im Zusammenhang mit dem Drehmoment. Also man könnte es auch umgekehrt formulieren, müsste dann einfach beim Drehmoment M1, 2 das Vorzeichen drehen. Die Winkelgeschwindigkeitsdifferenz, also Delta Omega, die geht genau analog. Man nimmt also Omega 1 und Omega 2 und bildet Omega 1 minus Omega 2. So, jetzt haben wir die Differenzen, und diese Differenzen, also die Differenz der Winkel und die Differenz der Winkelgeschwindigkeit, beeinflussen jetzt hier drin den Drehimpulsstrom oder eben das Drehmoment. Die Winkeldifferenzen, das sind alles, die bestimmen eigentlich die reversiblen Gesetze, also die Feder oder federverwandte Elemente, und die Differenz der Winkelgeschwindigkeit bestimmt dann die Reibung. Gut, jetzt muss ich hier Delta Omega nehmen und ich muss noch Delta Phi nehmen. Delta Omega kann ich jetzt multiplizieren mit zum Beispiel einem GL. Das ist ein Leitwert für den Drehimpulsstrom. Und ich kann jetzt noch eine Federkonstante nehmen, und die Federkonstante mal Delta Phi gibt dann das Drehfedergesetz. Also ich habe hier den Drehimpulsstromleitwert GL mal Delta Omega im Sinne der Elektrizitätslehre, wo man ja auch sagt, der Strom ist Leitwert mal Spannung, und ich habe hier noch das Drehfedergesetz. So, jetzt ist das Modell lauffähig und wir schauen mal, was passiert. Ich lasse das Ganze laufen, dies ist noch die alte Simulation. Dann sieht man, das sind die Drehmomente, ein bisschen dicker. Also hier haben wir das Drehmoment Eingang, M1, das linear steigt und dann auf 0 fällt. Da haben wir den Mitschleppeffekt. Plus überlagert noch eine kleine Schwingung von der Feder. Ich kann natürlich den Einfluss der Feder in der Verbindung noch einmal studieren und sagen, ich mache einen Batch-Run, das heißt, ich nehme jetzt diese Federkonstante d und mache sie einmal 0 und einmal 100. Und dazwischen einmal 50 und lasse das laufen. Und dann nehme ich nur M1, 2. Und dann sieht man, wie die drei Lösungen aussehen. Ich kann jetzt hier noch die Legende dazu nehmen. Und dann hat man hier ohne Drehfeder, also allein nur mit diesem linearen Rutschelement, eben mit diesem Leitwert,
dann gibt es diese schwarze Kurve. Und sobald ich eine Drehfeder einbaue, wird natürlich die Verbindung M1-2 härter und es gibt eine überlagerte Schwingung, die natürlich gedämpft ist. Ich könnte genauso gut mit einem Dutch Run GL variieren zwischen 0 und 20. Und dann sieht man den Einfluss der Dämpfung. Jetzt habe ich also die Feder belassen und man sieht hier den Einfluss der Dämpfung. Schwarz ist ungedämpft und Gelb ist am meisten gedämpft. Ich könnte natürlich auch eine Rutschkupplung machen. Dazu setze ich die Feder gleich 0. Und die Rutschkupplung, da habe ich eine Parameter vorbereitet, der heißt m-Rutsch oder m-Reib mal. Und jetzt brauche ich nicht Delta Omega, sondern ich brauche eine Art Sprungfunktion und die machen wir mit dem Arcus, mit dem Tangens, nicht, geht auch mit dem Arcus Tangens, aber Tangens Hyperbolicus ist sehr schön geeignet, habe ich auch schon mal erklärt. 1000 mal Delta Omega. Dann haben wir näherungsweise eine Sprungfunktion. Ich habe also jetzt hier eine Rutschkupplung modelliert. Lassen wir das einmal laufen. Man sieht hier den Mitschleppeffekt und dann bricht die Rutschkupplung durch bei 50 Newtonmeter und hier ist dann das Eingangsdrehmoment 0. Ja, nein, das ist, dann sind sie gleich schnell, dann bricht also die Rutschkupplung dann zusammen mit dem Dreh, also das Drehmoment fällt dann zusammen. Schauen wir das Eingangsdrehmoment an. Wir sehen hier die linear ansteigende, also linear ansteigende Drehmoment und dann geht es auf 0. Und wir sehen hier, wie die Rutschkupplung festhält. Das ist also kein Rutschen. Und das Verhältnis des Eingangsdrehmoments zum Drehmoment zwischen den beiden Schwungrädern entspricht gerade dem Verhältnis dem der Massenträgheitsmomente, was man im Flüssigkeitsbild ja sofort überlegen kann. Und hier rutscht dann die Kupplung, dann wird das Eingangsdrehmoment 0 und die Kupplung rutscht weiter, bis beide Schwungräder gleich schnell sind. Das sehen wir in der zweiten Darstellung. Hier sieht man die Winkelgeschwindigkeit, die gehen zusammen hoch, als Parabel, quadratisch. Dann beginnt die Rutschkupplung zu rutschen. Hier geht das erste Schwungrad mit der Winkelgeschwindigkeit schneller hoch. Also die Füllhöhe im Flüssigkeitsbild steigt schneller. Hier haben wir einen linearen Anstieg, weil hier rutscht die Kupplung bei 50 Newtonmeter. Da wird ja dann das Eingangsdrehmoment 0 und dann beginnt das erste Schwungrad langsamer zu werden. Und das zweite wächst weiter. Und ab hier ist dann die Winkelgeschwindigkeit gleich 0. Gleich groß, nicht? Also die Differenz ist gleich 0. Nun, man könnte noch ein drittes Modell machen, nämlich statt eine viskose Reibung wie im ersten, eine turbulente Reibung. Dann habe ich eine andere Anordnung. Ich nehme jetzt ein KL, ich habe das einfach KL genannt für Konstante, für den Drehimpulsstrom, mal und jetzt kommt Omega Quadrat. Wenn ich jetzt aber Omega Quadrat schreibe, dann verliere ich die Information über das Vorzeichen. Also schreibe ich absolut mal Delta Omega. Mal Delta Omega. Und, also noch einmal, ja, gut, ich hoffe, dass ich es richtig geschrieben habe. Lassen wir es laufen. Also, ich habe jetzt eine quadratische Abhängigkeit des Drehimpulsstromes von der Winkelgeschwindigkeitsdifferenz. Und wir bekommen dann diese Kurve. Schauen wir noch einmal. Das ist also das Omega 1.
Und das hier ist das Omega-2. Es gibt also auch wieder so einen Mitschleppeffekt und einen Ausgleichseffekt, diesmal quadratisch. Schauen wir noch die Drehmomente an. Man sieht hier, wie das Eingangsdrehmoment in der Zeit hochgeht und man sieht dann hier, wie das andere mitgeschleppt wird, aber jetzt nicht linear wie vorher, sondern mit einer quadratischen Abhängigkeit. Soweit die verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe also eine lineare Dämpfung mit Feder. Ich habe eine Rutschkupplungsdämpfung eingebaut und ich habe eine quadratische Dämpfung oder Mitschleppeffekt eingebaut. Nun, wie baut man jetzt die zweite Ebene? Man baut jetzt die zweite Ebene, die Energieebene, indem man eben die Rotationsenergie als Topf darstellt. Ja, machen wir Textsetting ein bisschen größer, damit man das besser lesen kann. Also die Rotationsenergie 1 als, ja, wieso ist der nicht Rotationsenergie 1? Und wir machen die Rotationsenergie 2. Jetzt können wir einen dritten Topf einführen und dort drin die Rotation, die dissipierte Energie aufsummieren. So, das sind die drei Speicher. Also, es gibt zu jedem Drehimpulsspeicher einen Rotationsenergiespeicher und dazwischen gibt es eben noch einen Energietopf, der dann die dissipierte oder auch in der Feder gespeicherte Energie aufsummiert. Das dissipiert ist eigentlich falsch, wir müssen sagen B-Kupplung. Nun, ja, das wollte ich nicht. Weg. Ich mache zuerst die Töpfe, den Inhalt, den Anfangsinhalt festlegen. Also 0 Rotationsenergie, 0 Kupplungenergie, 0 Energie in der Rotation 2. So, und jetzt mache ich die Verbindung. Das wäre also IW. 1 und IW2. Das sind die Energieströme. Und jetzt kommt das Karlsruher Energieträgerkonzept. Also Omega, die Winkelgeschwindigkeit, ist das Energiebeladungsmaß und der Drehimpulsstrom ist der Energieträger. Und Beladungsmaß mal Träger gibt die Energie. Also der Energiestrom, Energie pro Zeit, in Watt gemessen. Das machen wir hier beim Energiestrom 2 auch. Und haben hier also Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit 2. Das gibt also Omega mal Drehmoment 2, das gibt dann den Energiestrom 2. So, jetzt haben wir die Energieebene formuliert. Die Energieebene ist eine rein buchhalterische Ebene. Da werden einfach die Energieströme auf integriert und das gibt dann die Rotationsenergie bzw. die Kupplungsenergie. Machen wir eine dritte Seite und stellen die Energieströme dar. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, kommt mir in den Sinn. Ich muss natürlich zu jedem Drehimpulsstrom einen Energiestrom formulieren, sonst ist die Energiebilanz unvollständig. Wir haben also hier den Energiestrom IW Eingang und der entspricht dann dem IW 1. Dem M1. Also der M1 trägt ja Energie hinein, das entspricht dann der Leistung des Antriebssystems. Aber wir arbeiten hier mit dem zugeordneten Energiestrom. Also der zugeordnete Energiestrom IW1 ist völlig analog Omega1 mal das Eingangsdrehmoment. So, jetzt habe ich eine vollständige Energiebilanz. Die Energiebilanz muss die Drehimpulsbilanz vollständig wiedergeben. Und man kann dann eben noch für die
Energie, die nicht durchtransportiert wird, sondern im Prozess freigesetzt wird, noch zwischen Speicher definieren. Sonst geht das Schema immer gleich. Energieträgerstrom mal Energiebeladungsmaß, also Potential mal Mengenstromstärke gibt den zugeordneten Energiestrom, oder etwas präziser, die Stärke des zugeordneten Energiestroms. So, jetzt gehe ich zurück und schmeiße diese Drehmomente raus. Und jetzt habe ich alle drei Energieströme, IW1, IW2, IW1. Und dann habe ich Rotation 1, Rotation 2, Rotation 3. Also Kupplung, ja, Energiekupplung. So, jetzt lasse ich laufen und habe dann alle Energieströme und alle Inhalte. Schauen wir mal die Energieströme an. Wir haben also der Energiestrom, der wächst ja linear am Eingang, weil der Drehimpulsstrom linear wächst, das Drehmoment linear wächst in der Zeit, und er wächst noch einmal linear, weil ja die Winkelgeschwindigkeit nicht genau linear ansteigt. Das heißt, hier sind eben beide Faktoren drin, Stromstärke wächst an und Energiebeladungsmasse, also Winkelgeschwindigkeit wächst an. Dann die Kurve 2 zeigt den Energiestrom, der aus dem ersten Schwungrad weggeht, und das ist der Energiestrom, der ins zweite Schwungrad hineingeht. Und die Differenz bleibt dann als Kupplungsenergie erhalten. Wir sehen hier noch den Energieinhalt, also beginnen wir vorne. Topf 1, Energie ist dort maximal, wo natürlich auch der Drehimpuls maximal ist. Energie 2, auch hier ist diese Kopplung direkt an den Drehimpuls. Am Schluss ist die Energie am höchsten, weil ja der Drehimpuls auch am höchsten ist. Und die Kupplung 2, also die Kupplung, die nimmt dann eben einfach Energie auf und gibt sie nicht zurück, weil wir haben rein dissipativ. Man könnte natürlich jetzt noch eine Feder einbauen. Machen wir das schnell. Machen wir hier wieder eine Feder. Und lassen das Ganze laufen. Dann sieht man eben, wie die Kupplung wieder Energie zurückgibt, wegen der Feder. Oder hier Energie Rotation 2, Rotation 1. Oder hier die Drehmomente, da sieht man eben diesen Drehimpulsstrom zwischen den beiden Schwungrädern, oder man sieht eben hier die Füllhöhen, das heißt, das sind die Winkelgeschwindigkeit, schwarz 1, rot 2. So, ich habe jetzt ein erstes relativ simples Beispiel gemacht für die Rotationsmechanik. Wir haben ein Drei-Ebenen-Modell. Also hier ist die Drehimpulsbilanz, hier ist die Geometrie und oben als reine Bilanzierebene ist dann noch die Energieebene. Ich habe damit wieder mal gezeigt, wie die klare Struktur der Systemphysik zusammen mit den Modellierungswerkzeugen, die man heute hat, einem erlaubt, sehr rasch sehr komplexe Beispiele darzustellen.